Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video. Bevor es losgeht mit dem Reaction-Video, habe ich noch was am Start. Und zwar von meinem Sponsor YFood, denn dieses Video wird unterstützt von YFood. Eine neue Sorte, Pulver Happy Banana. Und ich habe natürlich mal wieder ein kleines Rezept à la Boss am Start. Und zwar brauchen wir dafür Hafermilch, Honig und das YFood-Pulver selber. So, das geht wie folgt. Erstmal 300 Milliliter Hafermilch, Nummer uno. Dann einen Spoon und zweiten Spoon. Und dann nehmen wir Honig. Das ist wirklich die Geheimessenz. Habe ich ja beim letzten Mal schon gezeigt. Und ich schwöre es euch, das schmeckt so unfassbar geil. Unfassbar geil. Und dann noch einen Minischluck Wasser, weil ich persönlich mag es nicht so mega dickflüssig, sondern mag es auch ein bisschen leichter vom Geschmack her. So, zack. Ich freue mich schon richtig. 3, 2, 1. So, und schon ist der perfekte Drink, der auch satt macht, fertig. Also wirklich ohne Scheiß, es schmeckt so geil. Es schmeckt wirklich geil. Hafer, Drink, Honig, YFood Happy Banana und dann noch ein bisschen Wasser. Es ist einfach perfekt. Willst du mal probieren? Annika ist hinter der Kamera. Ja. Komm, nimm mal einen Sip. Jetzt bin ich mal gespannt. Ist echt richtig lecker. Oder? Mhm. Ist richtig geil. Also wenn ihr das jetzt probieren wollt, dann denkt dran, ihr könnt immer noch 10% sparen mit David10. Link ist unten in der Beschreibung. Einfach mal draufklicken. Es gibt noch ein paar andere neue Sorten, aber die zeige ich euch beim nächsten Mal. Happy Banana ist auf jeden Fall aktuell mein absoluter Favorite. Favorite? Favorite. Mein Favorite. Und jetzt würde ich auch sagen, geht's los mit dem Reaction-Video. 3, 2, 1. Let's go. So, Freunde, wir sind jetzt hier in meinem kleinen Studio, oder? Es ist schon fast ein Studio. Wir haben hier alles aufgebaut hier. Mikrofon ist am Start, Licht ist am Start, was nicht an ist. Aber wir freuen uns. Du weißt noch gar nicht, worauf wir reagieren. Ist das richtig? Eigentlich nicht. Oh, ich habe was Geiles rausgesucht, wirklich. Ich hoffe, du hast das noch nicht gesehen. Spannend. Wenn du das schon gesehen hast, dann sag mir das bitte nicht. Das würde meine Stimmung nämlich enorm zerstören. Wie alt ist denn das Video? Ja, habe ich nicht. Ich dachte gerade, du sagst so, ja, habe ich. Ja, habe ich. Danke, Annika. Hast du noch nicht gesehen? Nee. Geil, ich nämlich auch nicht. Und zwar Practicing? Auf jeden Fall Next Level Super Moto Stunts 100 CR 450L von the one and only Arthur Stenberg. Der ist echt heftig. Also ich freue mich da wirklich richtig drauf. Der Typ ist absolut geisteskrank und persönlich, ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht, aber es ist mein Lieblings-Supermoto-Stuntfahrer. Von Männern ja, von Frauen Sarah Aldin. Mag die einfach irgendwie. Ja. Er ist schon persönlich mal getroffen. In Schweden. Cool. Der hat mir auch gesagt, die will mit mir auch mal fahren und auch im Winter über Eis. Boah, puh. Also ich habe gehört, Annika hat einiges vor. Ja. Da wusste ich bis jetzt noch nichts von, aber ich bin gespannt, was das gibt. Okay, let's ich bin bereit. Go. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Let's go. Ich find's auch geil. Er wird, soweit ich weiß, jetzt von Honda gesponsert. Und er hat's halt voll verdient. Also wenn einer Sponsoring verdient, dann wirklich er. Weil er einfach, er kann so krass fahren. Ja. Vom X-Felgen hat, ah nee, vorne hat er Excel, guck mal. Interessant. Hinten noch auch? Ja. Jetzt. Stimmt. Bei der KTM hatte er aber VMX-Felgen. Ja, das weiß ich noch. FMF dran, das ist schon mal gut. Wie schräg der ist. Unfassbar. Ich meine, schaut euch das mal an hier, wenn man das stoppt. Er ist halt mit dem Reifen im Wheelie auf der Kante. Er ist auf der Kante. Unvorstellbar. Das ist eigentlich komplett geisteskrank. Ja. Boah. Also driften kann er halt auch so unfassbar gut. Was kann er eigentlich nicht? Ja, das ist die Frage. Was kann er nicht? Guck mal. Boah. Ich weiß noch, wo er das geübt hat. Da habe ich mir die Instagram-Videos angeschaut. Und jetzt macht er das so leicht. Mit der 125er, oder? Hat er damit angefangen? Mit dem Kangaroo Stoppy? Weiß ich jetzt gar nicht, welches Bike das war. Ich meine, es war eine Zweitakter. Und da hat er sich auch tausendmal hingelegt. Boah. Es sieht halt alles perfekt aus. Alles, was er macht, ist so flüssig, so perfekt im Übergang. Boah. No-Hander.
Dann in den Circle rein. Wow. Muss man dazu noch was sagen, Freunde? Zack. Dead Spin. Boah, hast du gesehen, wie nah er an der Mauer war? Ja. Es waren Zentimeter, wirklich. Mir würde das schwindelig werden irgendwie. Irgendwann wird dir auch schwindelig. Aber also gerade wenn du die engen Kreise ziehst, dir wird irgendwann richtig, ja, richtig schwindelig. Boah, ey, das ist so krank. Das ist so einfach nur fucking todesgeil. Das auch. Ein Stoppy. Ich habe immer so Angst, wenn ich so ein bisschen so ein Stoppy probiere und er nimmt da so einen Fuß hoch und alles. Guck mal vor allem, wie lang. Ja. Es ist halt wirklich am Kipppunkt. Er verliert kaum Geschwindigkeit, weil er kurz davor ist, vorne rüber zu kippen. Boah, ey, das ist Wahnsinn. Unfassbar. Wahnsinn. An der Stelle muss man sagen, wenn man so fahren möchte, dann muss man das zu 100% jeden Tag leben und auch irgendwo zusätzlich nochmal Talent, ja, haben. Also Talent ist eine Sache, aber dann braucht man trotzdem noch einfach... Keine Angst. Keine Angst, ja. Und man muss einfach den Ehrgeiz haben, noch viel besser zu werden. Man ist schon richtig gut, ja, aber man will noch besser werden. Wenn man beides hat, dann kommt, ja, sowas meiner Meinung nach bei raus. Weil viele haben auch Talent, sagen dann aber wiederum, ey, ich habe ja Talent, ich muss gar nicht mehr üben, mal, um besser zu sein als die anderen. Stehen auf einer Stelle. Und stagnieren dann. Aber er ist halt so, ich ziehe weiter durch, ich mach weiter, das ist im Schneesturm. Boah, cool aus. Das auch, das zu regeln. Mit den Händen, weil alles, ja, ist ja anders. Rum. Keine Ahnung, wie das geht. Das ist auch zu heftig. Das muss ich am Anfang so komisch angefühlt haben. Und was mich interessiert, ob sich das jetzt immer noch komisch für ihn anfühlt. Oder ob er sagt so, ja, okay, gut, ich mach jetzt mal ein Rolling Burnout. Rückwärts. Krass, ey, wirklich. Ich find's witzig, dass er Licht dran hat, oder? Bin ich der Einzige, der sich wundert, warum die Karren Licht hat hinten? Weil die ist ja in die Straßen zugelassen. Never ever, oder? Wird er damit auch auf der Straße? Weiß nicht. Das wäre krass. Alter, hässlich, der Typ, wirklich. Man bekommt direkt Bock zu fahren, oder? Ja. Man will direkt auf den Spot, man will trainieren, genau. Es ist, der hat aber auch einen geilen Spot, muss ich sagen. Ja. Wie? Da das Gleichgewicht zu halten. Ah, okay. Kaputt. So geil. Wow. Krass. Der weiß schon, ich glaube, der weiß schon noch perfekt, so wie er abfallen muss. Wahnsinn, wirklich. Also checkt Arthur ab an der Stelle. Ist natürlich unten verlinkt in der Beschreibung. Ich lasse jetzt auch hier einen Daumen nach oben da. Arthur, mega, mega, mega geil. Ja. Vielleicht sieht er das ja. Big love from Germany. From the Annika and the David. Ja. Mega. Annika, dir hat's gefallen? Ja, hat mir jetzt auch gefallen. Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat's auch gefallen. Wenn ja, dann lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare zu Arthur Stenberg, zu allem, was das Thema Stuntriding anbelangt. Und ja, in dem Sinne, schaut doch mal Annika vorbei. Sehen wir uns im nächsten Video. Genießt die restlichen Tage und das Allerwichtigste, geht steil!